Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich habe mir Verstärkung geholt und zwar ist Eneas wieder dabei und wir wollen uns heute den SN10-Start hoffentlich ansehen und euch ein bisschen über Raumfahrttechnik-Infos versorgen. Du hast 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Ja! Oh, und die haben andere Perspektiven. SC2, please prepare for section 35. OSC, SC1, LVN. T plus 30 seconds, Starship 10 has liftoff. It's headed to 10 kilometers on its test flight from Boca Chica in Cameron County, Texas. Oje, oje. Warum qualmt das so? Hast du das gesehen? Sieht geil aus. Ja. Und ich vermisse die Innenansicht. Oh, ein bisschen Bending. Ja. Aber gut, das können wir. Könnte das einfach sein, weil die Triebwerke so viel Wärme ausstrahlen und direkt auf einen Wasserstofftank ansetzen, dass die dadurch so viel heizen, dass die dann ein bisschen was loswerden müssen. Wie kann ich mir das nochmal erklären? Ja. Gleich wird einer der Triebwerke ausschalten. Mhm. Wir sehen die Beine im Übrigen. Mhm. Das ist mir beim letzten Mal noch nicht aufgefallen. Was durchaus auch passieren kann, ist, dass so kleine Stichflammen im Maschinenraum stattfinden, wenn da wieder irgendein Plastik abbrennt, was anscheinend auch abbrennen darf. Das sieht up on T plus 2 minutes, we're getting ready to transition from 3 engines to 2 engines firing on Starship. We'll be shutting one engine off, that's intentional. Sie haben gerade durchgesagt, dass Sie gleich eins der Triebwerke ausschalten. Dass die Triebwerke so hin und her gehen, das ist dann tatsächlich deren Steuerbewegung. Zack. Weil sie im Prinzip ausgleichen müssen, dass eins ausgeht und dann der Schubvektor nicht durch den Schwerpunkt geht und dann im Prinzip müssen sie leicht schräg dann fliegen oder ja. Das hintere Triebwerk hinten links ist ausgegangen. Die eine Flamme ist blau, die andere ist gelb. Was soll das denn? Ist das normal? Nee. Mit fast so einer Leichtigkeit, die da hin und her wackeln. Mhm. Muss ich ja im Klaren sein, da sind gerade, weiß nicht, 100 bis 200 Tonnen Schub pro Triebwerk dran. Also, es heißt, die fliegen hier stark gedrosselt. T plus 3 minutes and counting. Zwei Triebwerke können 400 Tonnen schieben. Da die aber kaum Geschwindigkeit gewinnen. This is intentional. Ein Triebwerk geht aus. I'm clear. Oh, very nice, very nice. Okay, now to switch over to the header tank for the one engine. Sie haben natürlich gesagt, dass Sie auf einen der Hochtanks umgeschaltet sind. Es war mir nicht klar, dass Sie das im Prinzip bei dem Aufstieg schon machen. Ach so, ich realisiere gerade, was du gerade gesagt hast. Okay, I'm gonna come back up when we hit 10 kilometers, right about in 3 seconds. Oder haben die nur, sind die von in 3 Sekunden 10 Kilometer? Coming up on T plus 4 minutes, we're at 10 kilometers, we've gone into the hover, we're still being powered by the single Raptor engine. Sie hovern jetzt ein bisschen, das heißt, sie stehen in der Luft ein bisschen. Das funktioniert nur, wenn Sie den Schub leicht dabei reduzieren, weil sonst würden Sie schneller werden, weil Sie ja Treibstoff hinten rausballern in erheblichen Mengen. Gleich für das Umschwenken, das sieht sehr, wird sehr spektakulär aussehen. Ja, ja.
Das ist geil. Die Kamerasperspektive trügt. Also wir sind 10 Kilometer hoch. Dieses Ding ist 50 Meter hoch und über 100 Tonnen schwer. What? Ja. T-plus 4 minutes and 40 seconds. Getreide Silo wieder zu Transition, it's flipped to the horizontal mode. 80 Meter pro Sekunde hat man gesagt, maximal. Nee, das ist die Endgeschwindigkeit. Also die fallen schneller weiter oben, glaube ich. Also müssen auch. Ja. Die Luft in 10 Kilometer Höhe ist, also, weiß nicht, lass 5 Kilometer Höhe, wo die ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen ist. Drück. Und jetzt mit diesen Flächen an den Seiten steuern sie diesen Fall von diesem riesen Getreidesilo. Schade, dass man das nicht sieht, das hatten sie eigentlich geile Bewegungen. Die sind so groß wie ein Kleintransporter. Ne? Das ist jetzt 50 Meter ist das Ding lang. Kann sich vorstellen, wie groß diese Flächen sein müssen. Und die bewegen sich ganz schnell. Ja, das sind so kleine Justierungsbewegungen. Jetzt Alter, das ist geil. Also wie gesagt, Mo geht davon aus, dass es diesmal klappt. Deshalb haben sie auch anständige Füße. We're down below 2 kilometers. We're preparing to light 3 Raptor engines to begin the flip sequence. Wir werden gleich 3 wahrscheinlich wieder angehen sehen. Das war der Plan diesmal. 1, 2, 3! Ja, wir wollten 2, also wir wollten eigentlich 2 auf 1. Was auch immer da gerade fucking viel. Nein. Ja! Ja! Leck mich am Arsch! Ist das geil! Woo! Ich hab Unrecht verhalten. So schön. Okay, ich auch, ich dachte, das fällt um. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Halt, da brennt was. Was brennt da? Ja, Isolierung oder so, ein bisschen Gas noch. Ist das geil! Das Ding ist 50 Meter hoch und 100 Tonnen schwer. Oder wir wissen es nicht genau, aber irgendwie so, das sind so die Eckdaten. Und ihr habt gerade live mitgekriegt, wie das Scheißding aus 10 Kilometern Höhe runtergefallen ist, sich umgedreht hat, 3 Triebwerke gezündet hat und gelandet ist. Third time's a charm, as the saying goes. We've had a successful soft touchdown on the landing pad. Alle guten Dinge sind drei. Capping a beautiful test flight of Starship 10. As a reminder, the key point of today's test flight was to gather the data on controlling the vehicle while re-entering. And we were successful in doing so. We had a nominal ascent. We had the maneuver to place Starship horizontal when we reached 10 kilometers, right on time. Die Wasser gegen uns fällt deshalb and during the subsonic entry, it appears we had good control of the vehicle using the front and aft flaps. And as we approached the landing pad, we successfully lit the 3 Raptor engines to perform that flip maneuver. And then we shut down 2 of them and landed on the single engine as planned. A beautiful soft landing of Starship on the landing pad at Boca Chica. Ah, es hat das X verfehlt. Also, a congratulations to the Starship team in Texas. They steadily increased the test launch cadence over the course of the program and have delivered some of the most exciting test flights many of us have seen in a long time. The Texas team has several more suborbital test vehicles in build, with number 11 ready to roll out to the pad in the very near future. It's an inspiring time for the future of human spaceflight. Thanks for joining us today. And we hope you'll join us for the next test flight of Starship 11. Sind die sehr konservativ gewesen. Okay, es wird analysiert. Aber Leute, das Ultra. Sorry, wenn du dir jetzt bei NASA Spaceflight den Stream anschaust, das Ding steht schief wie der Turm von Pisa. Es ist der eine Fuß eingeknickt. Ja, Spießer. Ja, und euch allen, cool, dass ihr so lange dran geblieben seid. 7 Stunden Livestream, das ganz schön abgefahren, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Start, oder? Spätestens am Montag zu einer neuen Folge von Senkrecht Starter.
Wenn es dir gefallen hat, ne, Like nicht vergessen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren. Auch alle von den anderen Kanälen abonnieren. Wir müssen die deutsche Raumfahrt-Community noch größer machen und besser vernetzen und kriegen wir hin und das wird eine großartige Zukunft, die uns da erwartet. Immer schön senkrecht bleiben. Bis Montag.